Moin, bei uns gibt es heute leckere Gnocchi mit Spargel und Kirschtomaten. Wir haben dafür unsere Gnocchi ganz einfach selber gemacht. Das Video verlinken wir euch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Gericht aber natürlich auch mit den Gnocchi aus dem Kühlregal machen. Kocht sie dafür einfach wie beschrieben und verfahrt dann wie im Video. Los geht's! Zuerst fangen wir mit dem Spargel an. Da wir hier Grünspargel haben, brauchen wir nicht die ganze Stange schälen, sondern nur ein Drittel bis zwei Drittel von unten. Wir entfernen das holzige Ende und schneiden den Spargel klein. Dadurch braucht der Spargel nicht allzu lange und das Gericht ist blitzschnell fertig. Dann geben wir auch schon etwas Öl in die Pfanne und lassen den Spargel etwas anbraten. Salzen ihn schon mal und schwenken ihn von Zeit zu Zeit durch. Dann schneiden wir den Knoblauch und geben ihn mit zum Spargel. Das Ganze pfeffern wir leicht und geben dann etwas Gemüsefond hinzu. Zu unserem Gemüsefond gibt es auch schon ein Video auf unserem Kanal. Schaut da auch gerne nochmal vorbei. Und dann lassen wir den Spargel etwas darin kochen, damit er auch weich wird. Zum Abbinden kommt jetzt auch noch ein gutes Stück kalte Butter zum Spargel. Und dann können wir uns auch schon um die kleinen Kirschtomaten kümmern. Die halbieren wir einfach und geben sie dann gleich in die Pfanne. Schwenken alles durch und stellen die Pfanne beiseite. In einer anderen Pfanne braten wir unsere vorher gekochten Gnocchi an. Nehmt dafür am besten eine ordentlich beschichtete Pfanne, dann kleben sie auch nicht so wie bei uns. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit noch etwas Szechuan-Pfeffer gemörsert und zu dem Spargel gegeben. Der Szechuan-Pfeffer hat eine angenehme Säure und rundet das Gericht nochmal ab. Vielen Dank an Hardcorn-Gewürze, die uns letztens ein Paket voller leckere Gewürze zugeschickt haben. Falls ihr allerdings kein Szechuan-Pfeffer habt, dann könnt ihr auch gerne etwas Zitronenabrieb oder einen Schluck Weißwein dazugeben. Und dann kann auch schon alles zusammenkommen. Es wird ein letztes Mal durchgeschwenkt und ist bereit zum Servieren. Das Gericht ist wirklich schnell gemacht und super lecker. Noch ein wenig Parmesan drüber raspeln und es ist bereit zum Essen. Wir hoffen, euch hat das Gericht gefallen. Lasst gern einen Daumen hoch oder ein Abo da. Das würde uns sehr freuen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Chris und Marie.